Hey und herzlich willkommen dabei, dass ich versuche, meinen baldigen Stay, der noch gar nicht bekannt ist, Gear zu holen. Und zwar über die ganz uralte Methode bei der Garni, die Boxen zu holen. Hi Michi. Hallo. Hab dich eingeholt, wie kann das? Warte, ich will ja meine. Oh, du hast ja einen Kantor-Buff. Hand geben. Du weißt schon, dass ich hier alles adde, ne? Okay, danke. Dieser Kameradenschutz gerade, dein Ernst? Also, wir müssen jetzt hier links drehen. Ich habe auch die Quest angenommen zum Drehen. Die findet ihr erst oben in der Base. Und dann müsst ihr hier einmal in einem Zwischencamp einmal annehmen. Warte, warte, ich wäre Support. Da, Michi, ich halte dich. Hast du überhaupt Schaden bekommen? Ja, siehst du doch. Bitte sehr. So, wo ist jetzt. Also, ich muss In jetzt der erstmal Tonne. die Quest ab. Hallöchen. Beim Mech-Typen und dann bei Reward die Kiste, ne? Bei Morfrick kannst. Ja, die Kiste. Ja. Und jetzt ist, also es können ein paar Mana-Steine und das Gear droppen. Das ist jetzt der magische Gürtel, den ich schon mal habe. Und ich werde es so machen, dass ich Kiste für Kiste nehme, weil ansonsten ist das. Ach warte, ich kann ja schon mal 6 Kisten nehmen. Weil, naja, die brauche ich mindestens. Da haben wir Mana-Stein gekriegt. Noch Mana-Stein. Den Gürtel haben wir jetzt ein zweites Mal. Also hier. Die kenne ich auch nicht. Man merkt, ich brauche jetzt wieder 5 Kisten. Also ich habe absichtlich mir 1800 Platinmünzen besorgt. Das kann jetzt durchaus sein, dass ich noch nicht mal mit denen hinkomme. Ich habe jetzt ein Saphirring. Und die Halskette. Ich habe jetzt schon 3 Teile. Das heißt noch 3 Kisten auf jeden Fall. Kann ich mir das ja eigentlich anzeigen lassen? Jo, perfekt. Und ich habe nochmal den Gürtel gekriegt. Das kann auch wohl nicht wahr sein. Michi! Ich kann nichts dafür. Ihr gehört Eier nicht. Ich kann nur noch 10-mal die 3 Kisten holen. Verdammt, Darkstay. Ey. Und ich habe einen Ohrring. Ich brauche noch 2 Kisten. Ich brauche einen Ohrring und einen Ring. Gott, bitte lass das funktionieren. So viel dazu. Die Halskette ein zweites Mal, was ich auch nicht brauche. Sag mal, Michi, du weißt das doch bestimmt. Kann man den 50er Schmuck irgendwo für AP verkaufen? Nee, ne? Oder ist Nein, er du wann weg? kannst ihn nur mit den Werkzeugen, glaubt es, die Ja, und das ist ein Rüstung. Shop-Item. Und das kostet zu So. viel. Ja, und das hier habt ihr gerade gesehen, das war, weil ich dieses Insignia schon habe, wurde die Kiste nicht geöffnet. Da wäre ein theoretisches Insignia rausgekommen. Ich brauche nur noch einen Ring. Ein Ohrring. Und zur Not, falls ich mit meinen gesamten Platin-Medals diesen Ohrring nicht kriege. Münzen. Ja, Platin-Münzen, Entschuldigung. Werde ich ihn mir einfach selber kaufen. Aber ich krieg diverse Rollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde ja auf ewig das mit meinen. Es geht nur von Level 40 bis 50. Und ich glaube, ich werde das, wenn ich Platin-Münzen habe, mit meinen Level 40er, 50er, dann machen. Also nicht Stay 40, Stay 50 ist der hier. Ja? Sonst würde ich mir dieses Gear hier auch nicht holen. Michi, möchtest du gleich die Attack-Speed-Rollen haben? Nö, auch Nee. nicht. Ja, ich brauch die auch Manchmal nicht. denn gebe die, wo auch machen. Ja, okay. Ich hab noch, glaub, 2000 oder so am Stay. Ah, ich habe wieder ein Ohrring gekriegt. Ich habe jetzt 4 Schmuckteile gekriegt, die ich nicht brauche. Weißt du was, die werde ich einlagern. Ja, Und. für den nächsten Charakter, du machst meist auch immer. Ja, ich habe auch noch richtig schlecht gegierte andere Schars von daher. Auch magische. Mit richtig beschissenen Schmuck. Es ist nämlich so, alle Leute leveln durch dieses Gebiet einfach durch. Und beschweren sich dann, dass sie. Oh,
Level 65 und 66 dann total beschissenen Schmuck haben. Ja, es gibt Quellen, um an Schmuck zu kommen. Man muss sie halt nur kennen und dann darauf Acht geben. Sind halt Level beschränkt. Ich kann noch, glaub 13 Mal, wenn ich das jetzt, ich habe gerade nur überschlagen, mir hier die Kiste holen. Gott, ich krieg ständig Witterollen. Das nervt so ultra. Das ist frustrierend. Ach, wieder ein Gürtel. Ich habe jetzt fünfmal den Gürtel. Und ich habe den Ohrring. Nice. Also ich habe jetzt alles. Natürlich magisch, du kriegst nur das, was deine Klasse ist. Und habe ich jetzt. Also ich habe einmal die Halskette, einmal den Gürtel, zweimal die Ringe, zweimal die Ohrringe. Das war's, ne? Vergesse ich gerade irgendwas. Nee. Kopfteil gibt es nicht. Den muss man sich so kaufen. Ja, gut. Dann schaue ich mal eben nach, was ich so bekommen habe. Ich habe ein Ohrring, fünf Gürtel, zwei Ringe, zwei Halsketten und ihr seht ja den Schmuck, das ist ja nicht so schwer. 80 Castrollen, dreimal Attack plus 5, 120 Attackrollen, 4 MV25. 200 Laufrollen und 340 Windrollen, 8 MV20er und 9 Attack 3er. Gott, habe ich Schrott bekommen. Warte, ich kann mal eben. Wie viele Kisten habe ich mir überhaupt geholt? Das schreibe ich jetzt hier irgendwo hin. Gott, Michi, das war so einfach. Ich hätte nicht gedacht, dass es so leicht ist, Gear zu kriegen. Die Ich hab meisten Dank. vergessen es, weil früher gab es nicht und die neuen sind zu faul, um sich irgendwas angucken. Früher gab's das hier nicht? Ja, natürlich nicht. Du hast ganz am Seitdem die Anfang gar nicht keine. sind. Ja, da wo es die. Seit die gar nicht gibt, aber die gar nicht gibt es auch nicht ewig. Ach so. Ja, ich habe damals ja nicht gespielt. Früher muss ich das Abyss Gear noch wirklich entweder in den Abyss Instanzen holen oder mit AP kaufen. Das müssen wir auch noch testen, ob es jetzt immer noch droppt. Ups, ich wollte es ja gerade reinigen. Jetzt sieht man, was mein Kleriker vorher war. Ich muss gerade noch ein bisschen drüber handeln. Ich werde mir wahrscheinlich, also für, damit die Leute es auch wissen, für die Rüstung, die Waffen und den Helm braucht man Goldmedaillen und AP oder alternativ Silbermedaillen, AP holt sich das 40er und wertet das dann auf, da braucht man aber auch Goldmedaillen und AP. Nee, keine AP mehr. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es ein bisschen billiger an Gesamtgoldmedaillen, aber ist nicht so schlimm. Wenn ihr in der Database nachschaut. Und dort seht ihr das 50er Feuerprobengear. Das war schon vor Jahrzehnten entfernt. Also nicht wirklich, aber vor Ewigkeiten. Und ehe ihr dann, genauso wie ich im Forum, erstmal nachfragen müsst, das existiert nicht mehr. Nur noch bei den Leuten, die es damals hatten. Und der NPC existiert auch nicht mehr. Also, ne? So, ich glaube, ich bin fertig mit allem. Oder? Hab ich? Ich habe die 5 Rüstungsteile. Das ging leichter als erwartet. Ich meine, ich habe noch 400 übrig und ich hatte 1800. Also habe ich 14. 1400 ausgegeben. Also überschlagsmäßig. Ich glaube 35 Kisten. Ich hab gerade nur überschlagen, nicht gerechnet. Das geht eigentlich. Na, ich wünsche euch viel Erfolg, selber den Schmuck zu holen, falls ihr in diesem Gebiet seid. Meine Stimme geht total kaputt. Und bis dann.